Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und in dem heutigen Video dreht sich alles um die Verbio Vereinigte Bioenergie AG, eine sogenannte grüne Aktie, hochprofitabel und zugleich enorme Wachstumsraten. Wir werden die Gesellschaft vorstellen und im zweiten Part des Videos dann natürlich auch noch auf die Bewertung zu sprechen kommen. Ich freue mich sehr, dass ich hierfür heute Dr. Friedrich Franke, unser Hauptversammlungssprecher bei der SDK, der die Gesellschaft betreut, eingeschaltet hat. Hallo Herr Dr. Franke, vielen Dank, dass Sie dabei sind und vielleicht können Sie direkt starten und die Gesellschaft zu Beginn vorstellen. Ja, guten Tag Herr Petzelberger. Die Verbio AG, die in Ostdeutschland ansässig ist, ist ein Unternehmen, das spezialisiert ist auf die Herstellung von Biokraftstoffen, also sowohl von Biodiesel aus verschiedenen agrarischen Ölrohstoffen, Ölsaaten, und zum zweiten Bioethanol, das ist also letztlich als Benzinzusatzstoff zu verwenden, respektive als Benzinersatz, ebenfalls aus agrarischen Rohstoffen, und als drittes seit einiger Zeit auch Biomethan, also Gas, gewonnen im Wesentlichen aus Reststoffen der Agrarproduktion. Das ist dabei das besonders Interessante, dass die Verbio ein Verfahren entwickelt hat, mit dem sich aus Stroh und aus Schlempe, das sind auch Reststoffe aus der Biokraftstoffproduktion, Biomethan herstellen lässt, das wiederum eingespeist werden kann, entweder ins öffentliche Gasnetz, weil es von der Zusammensetzung her dem Erdgas 1:1 entspricht, oder eben auch als Kraftstoff in Fahrzeugen verwendet werden kann, als LNG oder also Liquid Natural Gas, nein, nicht Natural, sondern Power Gas, das heißt Natural ist es ja nicht ganz, es ist ja künstlich hergestellt. Und gerade dieser letzte Bereich ist eben insofern interessant, als es Verbio gelingt, eben auch aus Reststoffen noch Kraftstoffe zu gewinnen. Manchmal wird die Frage gestellt, wie hoch ist denn eigentlich der Energieeinsatz, der dafür nötig ist, um eben aus solchen Stoffen neue Kraftstoffe zu gewinnen. Dazu kann man sagen, bezogen auf das gesamte Unternehmen, also einschließlich Verwaltung, Transporten und was da so alles anfällt, ist der Energieeinsatz in Bezug auf die gewonnenen Kraftstoffe gerade mal 10%. Also ist, kann man sagen, der Wirkungsgrad eigentlich ziemlich hoch. Begünstigt wird das Ganze zunehmend durch die Gesetzgebung, die sich immer mehr darauf einstellt, CO2-Neutralität zu erreichen. Und das wird durch nachwachsende Rohstoffe eben gewährleistet und bei Reststoffen eben noch mal mehr, weil sich da auch diese Tank-Debatte nicht stellt, weil die Stoffe, die da verarbeitet werden, eben sowieso nicht für die Nahrungsmittelproduktion geeignet sind. Inzwischen bemüht man sich auch um Internationalisierung. Zunächst war man jahrelang nur in Deutschland tätig. Inzwischen ist eine Anlage in den USA auch für Biomethan in Betrieb gegangen. Biodiesel wird auch in Kanada produziert und eine Betriebsstätte zur Produktion von Biomethan wird in Indien gerade in Betrieb genommen. Das Unternehmen beabsichtigt auch weitere Expansionen sowohl in Deutschland wie auch in Osteuropa, aber auch in den USA sind weitere Projekte geplant. Das Unternehmen hat es geschafft, jetzt im vergangenen Geschäftsjahr erstmals die Umsatzgrenze von 1 Milliarde Euro zu überschreiten. Und ist bei dem Ganzen in den letzten Jahren auch ausgesprochen profitabel. Jedes Jahr stiegen die Umsätze, jedes Jahr stiegen auch die Gewinne. Nachdem es, das sollte man nicht verschweigen, so vor ungefähr 10 Jahren in dem Unternehmen doch noch ganz anders aussah. Da waren auch die Kurse weit unten und auch in dem jetzt vergangenen Jahrzehnt gab es noch einmal eine Phase, wo der Kurs bei nur etwa 1,70 Euro stand. Da haben wir inzwischen ja schon ganz andere Größenordnungen gesehen. Das Unternehmen arbeitet weitgehend mit selbstentwickelten Technologien und hat es geschafft, in den vergangenen Jahren immer auch kostengünstiger zu produzieren als die Mitbewerber. Das hat dem Unternehmen natürlich auch dann diese Gewinne beschert und die gute Marktposition bewirkt.
Jetzt steht die Hauptversammlung kurz bevor, am 4.2. ist es soweit. Ich selbst war auch schon mal in der Vergangenheit bei Hauptversammlungen mit dabei und kann nur sagen, dass es wirklich immer interessant und auch unterhaltsam ist. Gründer, Großaktionär und ja, CEO Klaus Sauter steckt da natürlich leidenschaftlich und emotional in den ganzen Themen drin, wenn es dann irgendwie um bürokratische Hürden geht oder die von ihm betitulierte E-Ideologie. Also immer spannende Hauptversammlungen. Herr Dr. Franke, Sie werden dieses Mal auch wieder eingeschaltet sein. Gibt es denn irgendwelche besonderen Themen, die aktuell eine besondere Rolle spielen? Ja, leider ist es auch dieses Mal nur virtuell. Der Vorstand wird berichten über die aktuellen erfreulichen Entwicklungen. Einen Gegenantrag gibt es diesmal sogar zur Höhe der Dividende. Die wird vorgeschlagen in Höhe von 20 Cent wie in den Vorjahren, beträgt damit nur einen minimalen Bruchteil sozusagen des Gewinns pro Aktie. Da gibt es einen Gegenantrag, die Dividende wenigstens 10% höher anzusetzen, was sicherlich die beabsichtigten Investitionen auch nicht ausbremsen dürfte, also bestimmt vertretbar ist. Ansonsten muss man ja sagen, läuft bei dem Unternehmen alles so erfreulich, dass es da nicht viel Diskussionsbedarf auf der Hauptversammlung gibt. Amüsant oder unterhaltend ist, wie Sie gerade schilderten, tatsächlich natürlich der Vorstandsvorsitzende und sein Bruder, die ja auch selbst aus der Landwirtschaft kommen, also auch ihre Familie in der ganzen Unternehmung durchaus massiv mit eingebracht haben und eben auch die Seite der landwirtschaftlichen Produzenten kennen. Insofern freuen die sich sozusagen auch selbst, dass zurzeit die Rohstoffpreise so hoch sind, sowohl für die agrarischen Rohstoffe wie auch dann für die Kraftstoffe, das erleben wir ja alle. Aber die Marge, die dabei für Verbio bleibt, ist immer noch gut, respektive wird dadurch sogar glatt noch besser. Jetzt kommen wir abschließend zur Bewertung und haben ja auch eine kleine Grafik mal gebastelt, wo man so ein bisschen die Entwicklung in den letzten ein, zwei Jahren sieht. Und hier fällt natürlich besonders das EBITDA auf. Also 2019-20 hatte man ein EBITDA von 122 Millionen Euro erzielt, hatte dann schon einen enormen Anstieg auf 2020-21, 166 Millionen Euro. Und jetzt vor zwei Tagen, drei Tagen ganz kurz vor unserem Video gab es eine Prognoseerhöhung für das laufende Geschäftsjahr. Es wird ein Gewinn, ein EBITDA von 300 Millionen Euro anvisiert. Also eine enorme Steigerung, fast 100%, ein bisschen weniger, aber jetzt mal ganz grob gesagt 100% im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist natürlich besonders spannend, da der Aktienkurs eigentlich jetzt gerade deutlich zurückgekommen ist vom Allzeithoch. Wir stehen knapp über 50 Euro, eine Marktkapitalisierung von ungefähr 3,3 Milliarden Euro. Herr Dr. Franke, wie ist denn Ihre Einschätzung bezüglich dem Aktienkurs, bezüglich der aktuellen Bewertung? Die Gewinnsteigerung beruht ja sowohl auf der Ausweitung der Kapazitäten, die sich auch noch fortsetzen soll. Es soll weiter investiert werden, es sollen weitere Kapazitäten aufgebaut werden. Und zum anderen wirken sich da eben die veränderten Preise aus. Ob der Gewinn im Verhältnis zum Umsatz immer gleich bleiben wird, kann man natürlich nicht prognostizieren. Da wird man sicherlich mit Schwankungen rechnen müssen. In dem Preis der Aktie ist sicherlich einiges eingepreist von künftigen Hoffnungen und Erwartungen. Aber ich denke, dass gerade bei dem jetzt deutlich niedrigeren Kursniveau, das wir im Moment haben, das kein überhöhter Einstiegspreis ist. Also wenn man an diesem Unternehmen interessiert ist, das sicherlich Zukunftschancen birgt, das Märkte der Zukunft bedient, insoweit auch einen technologischen Vorsprung hat gegenüber Mitbewerbern, dann scheint mir das jetzt nicht so der falsche Zeitpunkt zu sein. Ich erwarte eigentlich nicht, dass der Kurs noch weiter zurückkommt. Herr Dr. Franke, vielen Dank für diese ganz direkte Einschätzung von Ihnen. Natürlich der Hinweis, wie immer, keine Anlageempfehlung. Das Video soll inspirieren, dass, wenn euch die Gesellschaft interessiert, ihr euch selbst noch mal mit dem Unternehmen beschäftigt und natürlich uns in den Kommentaren wissen lasst, was eure Meinung ist zu der Aktie. Da freuen wir uns immer besonders drauf und natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert und dem Video einen Like gebt. Ich darf noch mal ein großes Dankeschön sagen, Herr Dr. Franke, für Ihre heutige Einschätzung im Vorfeld zur Hauptversammlung. Ich darf gerne hier auch nochmal verweisen auf unsere anderen Videos. Die Hauptversammlungssaison startet ja jetzt richtig durch. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen auch immer mehr Videos vor den Hauptversammlungen veröffentlichen. Gerne auch mal hier zum Beispiel bei der Quirin Privatbank unserem Video vorbeischauen. Da hatten wir einen Jonathan Neuscheler von Abilitato hier zu Besuch und haben die Aktie des Unternehmens wirklich mal ins Detail analysiert. Also wenn ihr das Video noch nicht kennt, gerne mal vorbeischauen, auch bei den anderen Videos. Bis zum nächsten Mal.